Grandios ist's, eine Universität zu beherrschen. Grandios ist's, an einer Universität zu sein. Doch grandioser ist's, eine Universität zu gründen. Denn dann ist mein Gott an dieser Universität. Gott. Lange Wege braucht's, bis man eines Tages jenen Stein der Weisen fand, der einen lehrt, was man tun muss. Was man tun muss, damit man endlich die ganze Welt beherrscht. Mr. Ruby, Sie sind ja immer noch hier. Wir haben Ihnen bereits vor 2 Wochen Ihre Entlassungspapiere ausgestellt. Ich weiß, es ist doch der einzige Halt, der mir geblieben ist. Sie wissen, dass mir die Wissenschaft nicht auf Ihren Mist gewachsen ist, Mr. Ruby. Ich weiß, denn es ist ja gar keine Wissenschaft. Eben. Deshalb haben Sie hier keinen Platz mehr an der Universität. Ich habe Ihnen Ihre Sachen eingepackt, damit Sie nicht noch weitere Wochen hier sein müssen. Mr. Ruby, es tut mir leid. Die Bezüge sind auch schon eingestellt. Jetzt schauen Sie nicht so, Sie wissen, dass mich das weich macht. Das weiß ich. Wo ist der Schnaps? Ich habe ihn eingepackt. Ich bin ein Notendiktator! Mr. Ruby! Ich bitte Sie, trinken Sie sich jetzt nicht zu Tode. Warum nicht? Es ist ein schöner Tod. Immer einer beweist, dass mir diese Universität gar nicht gehört. Warum denn nicht? Eine Flasche an der anderen! Mr. Ruby. Hey, Mrs. Hammerkasten. Ist mein Dad noch da? Nein, es tut mir leid, Timothy. Er war schon 2 Wochen hier und hatte nichts mehr zu tun. Alle wissen, dass er Plagiate verfasst hat. Wir konnten ihn nicht länger halten. Mom hat schon graue Haare bekommen von der ganzen Geschichte. Ja, ich mache mir Vorwürfe. Ich habe aus alter Sentimentalität den Schnaps für ihn eingepackt. Warum haben Sie das denn gemacht? Ja, und wissen Sie denn nicht, was jetzt passiert? Doch, ich habe gleich 4 Flaschen eingepackt, weil ich erkannt habe, dass die Universität großzügig ist, auch im Niedergang. Ich meine, wenn er sich jetzt zu Tode trinkt, das ist doch auch für den Ruf einer Universität nicht gut. Aber ist das nicht das Einzige, was ihm noch bleibt? Sie müssen verstehen, Ihr Vater, er hat keine Zukunft mehr. Aber ich? Ja. Ich habe noch eine Zukunft. Natürlich, aber nicht bei uns, an der Universität. Was ist mit meinem Stipendium? Ja, stimmt. Das Stipendium. Gut. Probieren wir es, Timothy. Hey, Dad. Alle 4? 4 Flaschen. Oh, und man wird nicht betrunken davon. Was für ein erbärmliches Plagiat. Und Sie haben noch einen Fehler gemacht. Sie haben nicht meine Sachen eingepackt. Nein! Die Spielerei dieses kleinen Jungen haben Sie eingepackt. Und alle sind Sie von mir abgeschrieben. Abgeschrieben habe, bis ihr mich abgeschrieben habt. Ja, toll, Dad, das hast du gut gemacht. Aber verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Wir haben Ihnen ein Stipendium gegeben. Dabei sind es die gleichen Unterlagen, wegen derer wir ihn entlassen haben. So ist die Welt. Mr. Ruby. Es wäre nicht von Vorteil, wenn das nach außen dringt. Sie wissen, was das bedeutet. Nicht schon wieder, Mr. Ruby. Komm, Dad. Mom wartet schon auf uns. Mr. Ruby, Sie können weitermachen.
wenn man einmal den Fuß drin hat und eine Universität gründet, ist man gone. Jetzt übertreiben Sie nicht gleich, Mr. Ruby. Das ist jetzt mein Stipendium. Wenden Sie sich an Ihren Vater, Timothy. Ich würde sagen, ich lasse Sie beide eben allein. Toll, ganz toll. Wie damals im Fußballverein. Du kannst mich nie in deine Fußstapfen treten lassen, ja? Immer musst du der Große sein und ich kann gucken, wo ich bleibe.